Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen am Ganges. Wir sind Rajas und wir versuchen Ruhm und Geld anzuhäufen in Rajas of the Ganges, dem neuen Kennerspiel von Inka und Markus Brandt, was auf der Spielemesse 2017 vorgestellt wurde. Ich habe es schon so lange versprochen, dass ich dieses Regelerklärvideo so schnell wie möglich bringe. Endlich habe ich es geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Partie zu Partie mehr von diesem Spiel angetan und mehr begeistert und es macht wirklich sehr viel Spaß und ich bereue es zutiefst, dieses Spiel nicht direkt nach dem Spiel gespielt zu haben. Einfach in der Summe der Spiele ist dieses Spiel ein bisschen hinten angestanden und das hole ich jetzt mit dieser Regelerklärung nach. Wir gehen zuerst detailliert auf den Spielaufbau ein, dann auf die einzelnen Aktionsmöglichkeiten, auf die Spielertableaus, auf die, ja, die Sachen, die wir kaufen können, die Märkte und ich sage euch, was es mit den Würfeln im Spiel auf sich hat. Denn in diesem Spiel kommen ganz schön viele Würfel mit. Und deswegen jetzt das Ganze im Detail. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen reingezoomt. Wir gucken uns als erstes den Aufbau auf dem Spielplan selber an. Der Spielplan hat zwei Seiten. Eine Seite, die zeigt hier eine 2 für 2 Spieler und eine Seite zeigt eine 3 und eine 4 für 3 und 4 Spieler. Es unterscheidet sich tatsächlich hier im Zentrum an den Aktionen, weil im Spiel für 3 und 4 sind da mehr vorhanden. Und ganz wichtig, spielen wir zu dritt, so brauchen wir diese zwei kleinen Elefantenblättchen. Das Graue kommt hier auf die 1 und das Blaue mit dem Fluss kommt hier auf das freie Flussfeld. Das schon mal ganz wichtig. Jede beteiligte Spielerfarbe bekommt einen ihrer Arbeiter, das sind unsere wichtigen Ressourcen, einmal auf die Ruhmespunktleiste, auf die 20 gesetzt. Hier ist auch schon ein entsprechendes Symbol, dass hier die Arbeiter reinkommen und auch blau umrahmt als Bonus. Dazu komme ich später. Des Weiteren werden hier auf die Geldleiste, auf die 20, je ein Arbeiter gesetzt und dann hier noch auf die Brücke im Fluss. Solltet ihr es schaffen mit eurem Ruhmesmarker, das sind diese hier, die ihr auf die 0 setzt, 20 Ruhmespunkte zu erreichen oder zu überschreiten in eurem Zug, so erhaltet ihr direkt euren Arbeiter. Das gleiche ist hier auch auf der Geldleiste, wenn ihr die 20 Geld erreicht oder überschreitet, erhaltet ihr euren Arbeiter. Des Weiteren hat hier jeder ein kleines Bötchen, das wird hier unten hingesetzt. Jedes Flussfeld darf nur von einem Boot besetzt sein, außer das erste Feld und das letzte Feld. Ihr habt auch hier noch jeder in seiner Farbe 5 kleine Würfelchen. Diese Würfelchen legt ihr einmal hier in jedes Feld, in die linke Spalte und hier in die Karma-Leiste auf ein Karma. Diese Aufwertungsmarker sind im späteren Verlauf des Spieles dann wichtig. Ihr mischt die 8 Ertragsblättchen, die sind hinten drauf so weiß und zeigen auf der anderen Seite einen Bonus und legt die verdeckt auf den Tempel. Das war eigentlich schon das Große und Ganze auf dem Spielfeld. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist das Startkapital. Es gibt eine Geldleiste, die um den Spielplan geht und diese verläuft gegenläufig zur Ruhmesleiste. Abhängig von der Spieleranzahl setzt ihr eure Geldmarker. Der Stadtspieler bekommt diesen schicken Elefanten, das ist bei uns jetzt der gelbe Spieler, und er setzt seinen Geldmarker, das ist dieser achteckige Stein, auf die 3. Der nächste Spieler im Uhrzeigersinn auf die 4, der nächste auf die 5 und sollten wir zu viert spielen, der letzte Spieler auf die 6. Dann gibt es hier noch so ganz kleine Bonusmarker, die legt ihr auf das Feld mit
Geldbetrag 12. Solltet ihr das erreichen, so nehmt ihr diesen Bonusmarker, bekommt den Bonus, das ist in dem Fall ein Schritt auf dem Fluss, dreht ihn um, auf der Rückseite zeigt er zwei Würfel und dann legt ihr ihn, um zu symbolisieren, dass ihr den ersten Bonus genutzt habt und der auf den zweiten wartet, auf das Feld Nummer 33 auf der Geldleiste. Und so wechselt sich das hier dann immer ab bis zur 55. Man kann also auch beim Geld, wenn man zurückgeht in der Geldleiste, diesen Bonus nicht erneut freischalten. Das ist ganz wichtig. Deswegen wird dieses Blättchen versetzt. Weil unser komplettes Geld wird auf dieser Leiste getrackt. Wir haben kein Geld vor uns liegen. Das Einzige, was wir vor uns liegen haben, sind unsere 3 bis 5 Arbeiter und unsere Würfel. Davon dürfen wir maximal 10 Stück haben, aber dazu zoomen wir gleich noch in den Spielerbereich. Noch ein paar Worte zum Spielaufbau. Ihr legt die Plättchen sortiert nach Farben und nach den 3 verschiedenen Rückseiten jeweils als gemischten Stapel verkehrt rum bereit und dreht das oberste Blättchen um. Ihr legt alle übrigen Würfel bereit. Jeder Spieler bekommt ein Provinztableau. Ihr entscheidet euch vor Spielbeginn für welche Seite. Zu dieser Seite sage ich nachher noch was. Im Normalfall werdet ihr diese farblose Seite spielen. Legt das entsprechend vor euch. Jeder Spieler erhält seine Kali-Statue plus 3 Arbeiter, die er unten dran anstellt. Hier sind Zonen für bis zu 5 Arbeiter. Und jeder erhält einen Würfel in jeder Farbe. Einmal werfen und an die Statue anlegen. Achtung, die Statue hat 2 Seiten. Eine Seite kann 8 Würfel nur beherbergen. Die andere Seite 10. Ihr könnt also bis zu 10 Würfel an diese Statue anlegen, mehr geht nicht. Solltet ihr jetzt infolge einer Aktion einen weiteren Würfel bekommen, so könnt ihr euch entscheiden, stattdessen einen eurer anderen Würfel abzugeben oder diesen Würfel einfach nicht zu nehmen. Mehr als 10 Würfel an die Statue geht nicht. Nach dem Spielaufbau geht eine Runde immer reihum, starten mit dem Startspieler mit dem coolen Elefanten. Ihr setzt eure Arbeiter reihum, bis alle ihre Arbeiter gesetzt haben. Dabei ist wichtig, ein Durchgang beschreibt dabei das Setzen eines Arbeiters. Eine Runde das Setzen aller Arbeiter. Sobald das Spielende triggert, wird nur noch der laufende Durchgang zu Ende gespielt. Ich habe in meinem Zug auch die Möglichkeit, eine Bauaktion im Steinbruch auszuführen. Dafür setze ich meinen Arbeiter auf eines der freien Felder hier, bezahle den abgedruckten Geldbetrag, gehe hier entsprechend in der Geldleiste rückwärts und dann habe ich die Möglichkeit, eines der hier ausliegenden Plättchen zu erwerben. Dafür muss ich mindestens den abgedruckten Geldbetrag in Würfelaugen bezahlen. Das heißt, mit dieser blauen 8 hätte ich die Möglichkeit, dieses Blättchen zu erwerben. Und das tun wir jetzt einfach mal. Und dabei beschreibe ich euch, was ihr auf diesem Blättchen beachten müsst. Ihr habt immer 12 Blättchen zur Auswahl und ihr habt 4 Würfelfarben. Grün, Blau, Orange und Lila. Unter Abgabe mindestens dieser Gesamtaugenzahl, das dürfen beliebig viele Würfel sein, und es darf auch überbezahlt werden, erhaltet ihr dieses Plättchen. Das legt ihr euch dann an euer Provinztableau an und ihr erhaltet entsprechende Boni. Dabei dürft ihr dieses Plättchen beliebig drehen, wie ihr möchtet, wie es für euch am besten passt. Allerdings wichtig ist hier, die Anlegeregel zu beachten. Ihr müsst immer von eurem Blättchen eine direkte Verbindung zu eurem Palast haben. Solltet ihr es schaffen, eines der Felder hier außen anzuschließen, erhaltet ihr den abgedruckten Bonus. Das können Ruhmespunkte, zusätzliche Würfel, Geld sein oder in diesem Fall hier sogar eine Aufwertung. Gehen wir davon aus, ich möchte dieses Blättchen hier anlegen, um den Würfel zu erhalten. So würde ich neben diesem Würfel als Bonus, ich lege das jetzt mal hier hin, noch zusätzlich für abgedruckte Märkte die entsprechende Geldsumme erhalten und für abgedruckte Gebäude den entsprechenden Bonus auf unserer Aufwertungsliste hier.
Ganz unten wäre ich jetzt noch bei der 2. Das heißt, ich würde hier für dieses Gebäude, für dieses Türmchen, 2 Ruhmespunkte bekommen, 2 Geld und als Bonus am Rand einen Würfel. Ihr seht, ich hätte es mir jetzt hier etwas verbaut und ich könnte dann in einem späteren Zug mit dem Baumeister auch durchaus das hier überbauen. Diesen Bonus hatte ich schon, den bekomme ich nicht nochmal. Den hier würde ich bekommen und für dieses Blättchen würde ich 2 Geld bekommen für 2 Einser Märkte. Ich habe jetzt schon mehrfach erwähnt, Aufwertung. Immer wieder kommt es im Spiel zu Aufwertungen. Das ist eine Striftrolle mit einem Pfeil nach rechts und ihr habt hier diese 4 Bereiche mit den entsprechenden Gebäuden, die ihr aufwerten könnt. Wofür ist das interessant? Auf diesen Blättchen, die wir kaufen und anlegen, sind die entsprechenden Gebäude abgedruckt und die geben uns Ruhmespunkte. Und zwar Ruhmespunkte abhängig davon, in welchem Bereich wir hier in dieser Aufwertungsleiste sind. Sind wir in Spalte 1, erhalten wir 2 Ruhmespunkte. Das ist der Standard zu Beginn des Spiels. Später können wir 3 oder 4 Ruhmespunkte dafür sogar erhalten. Das hat natürlich den großen Vorteil und den Charme, dass wir hier natürlich versuchen, schnellstmöglich nach oben zu kommen, um auch mehr Ruhm zu bekommen. Denn mehr Ruhm bringt uns natürlich im Spiel deutlich voran. Wir kommen zur Aktion des Marktes. Dafür habe ich hier mal fiktiv jetzt tatsächlich eine Provinz zusammengestellt, um zu erklären, wie das jetzt bei der Marktwertung abläuft. Ihr habt entweder die Möglichkeit, gleiche Warensorten zu werten. Ihr habt entweder Tee, Seide oder Gewürze. Die habt ihr auch hier abgebildet auf euren Provinzblättchen. Und ich könnte jetzt unter Benutzung dieses Marktfeldes einen Würfel abgeben, zum Beispiel diese 3. Dies erlaubt mir, 3 Märkte oder bis zu 3 Märkte von der Sorte Tee zu werten. Ich habe hier einen Teemarkt, hier einen Teemarkt. Das heißt, ich könnte diese 2 werten. Der hier bringt mir ein Geld, der hier bringt mir 2 Geld, wären also 3 Geld für mich. Ihr seht, das bringt vielleicht nicht ganz so viel. Gehen wir weiter. Was wäre denn mit der Seide? Seide würde mir hier 1 und hier 3 bringen, wären also schon 4. Beim Gewürz, 3 mal Gewürz werten, 3 plus 3 plus 2, das wären 8. Natürlich würde ich dann versuchen, das zu werten. Habe ich keinen passenden Würfel oder gar keinen Würfel, so kann ich auch einmal pro Runde, deswegen sind hier auch 2 verschiedenfarbige Männchen abgebildet, gemischte Märkte werten. Dann werte ich einen Markt jeder Sorte. Den suche ich mir dann raus. Zum Beispiel hier die Seide 3, Gewürz 3 und T2. Damit komme ich auch auf 8 Punkte. Das heißt, wenn ich das hier clever angehe, dann kann ich hier bis zu 16 Geld in dieser Runde jetzt rausholen mit 2 meiner Arbeitern. Und ihr seht, so kommt man relativ schnell an Geld. Ich habe jetzt auch hier mal nur tatsächlich Plättchen auf mein Tableau gelegt, wo Märkte drauf sind. Natürlich gibt es da auch die Gebäude, die uns im Laufe des Spiels Ruhmespunkte bringen. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch in der Gebäudewertung. Wir zeigen euch jetzt die einzelnen, ja, Aktionen im Palast und da gibt es hier zum einen diese Vorterrasse. Ihr setzt euren Arbeiter auf das entsprechende Feld. Sollte dieses Feld wie hier auf der Vorterrasse oder auf der Terrasse leer sein, so müsst ihr keinen Würfel bezahlen. Ihr setzt euren Arbeiter also ein und führt die Aktion aus. Hier wäre es, ihr erhaltet 2 Geld, das heißt, ihr setzt euren Marker auf der Geldleiste 2 Felder nach vorne und würfelt beliebig viele eurer Würfel auf eure Kali-Statue neu. So habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr zu nieder oder zu hoch würfelt, die Würfel zu beeinflussen. Des Weiteren gibt es die Terrasse. Ihr könntet euren Arbeiter auch genauso gut auf eines der 8 Terrassenfelder setzen und einen entsprechenden Würfel der Farbe bekommen. Hier wäre es ein lilaner. Den würfelt ihr sofort und legt ihn an eure Kali-Statue an.
Ihr seht, jedes Feld hier gibt es zweimal. Die Felder, die es nur einmal gibt, kann natürlich auch nur ein Spieler nutzen. Alle weiteren Spieler könnten diese Aktion dann in dieser laufenden Runde nicht mehr nutzen. Hier unten versteckelt sich eine Aktion am linken Spielfeldrand. Dafür nehme ich jetzt hier mal auch diese Bonusarbeiter auf die Seite kurz, dass ihr es besser sehen könnt. Wir haben hier die Balkone. Wenn ich hier meinen Arbeiter reinsetze, dann gebe ich einen entsprechenden Würfel dieser Farbe ab, zum Beispiel jetzt diesen lilanen, und erhalte für diesen lilanen Würfel zwei grüne. Diese zwei grünen Würfel werfe ich direkt und lege sie dann mit dem Ergebnis an meine Kali-Statue an. Ihr seht, so habt ihr immer die Möglichkeit, einen Würfel zu zwei Würfeln aufzuwerten. Das ist auch wichtig, denn die Würfel sind eine wichtige Ressource im Spiel und die braucht ihr die ganze Zeit. Solltet ihr also irgendwann im Laufe des Spiels tatsächlich in die Situation kommen, dass ihr mal keinen Würfel habt, so ist das nicht besonders prickelnd und dann verliert man schon mal so ein, zwei Züge, bis man wieder handlungsfähig ist. Wir kommen im Palast an mit unseren Aktionen. Unter Abgabe eines Würfels mit der Augenzahl 1. Hier ist nicht die Farbe interessant, sondern tatsächlich entscheidet sich hier nur nach der Augenzahl. Dürfte ich den Großmogul aufsuchen und dafür erhalte ich sofort 2 Ruhmespunkte und hier ist der Startspieler-Elefant abgebildet. Das heißt, ich erhalte sofort diesen Startspieler-Elefanten und ich bin im nächsten Durchgang dann Startspieler. Für einen Würfel mit der 2 und der Tänzerin erhalte ich sofort 2 beliebige Würfel und eines dieser Ertragsblättchen, die wir am Anfang auf das Spielfeld gelegt haben. Ich nehme mir sofort den Bonus des Ertragsfeldes, in diesem Fall wäre das ein Würfel, lege das Ertragsblättchen zur Seite und erhalte noch einen weiteren Würfel. Das heißt, hier würde ich jetzt 3 Würfel bekommen, die werfe ich sofort und lege diese an meine Kali-Statue. Unter Abgabe einer 3 kann man beim Yogi 2 Karma erhalten. Karma wird hier oben in der Karma-Leiste abgetragen. Da gehe ich gleich nochmal im Detail drauf ein, was es damit auf sich hat. Und zusätzlich erhält man einen weiteren Würfel. Unter Abgabe einer 4 kann man bei Raja Mansing ein Upgrade durchführen. Was mit den Upgrades auf sich hat, darauf gehe ich auch gleich im Detail ein. Und man erhält 3 Geld, das heißt, man setzt den Geldmarker um 3 Felder vorwärts. Unter Abgabe einer 5 kann ich beim Baumeister ein beliebiges Blättchen in meiner Provinz, auch dazu kommen wir noch, mit einem anderen aus der Auslage quasi überbauen. Dazu muss es weiterhin mit meiner Residenz verbunden sein und man kann den Baumeister nicht nutzen, wenn man kein Blättchen oder Würfel entsprechend hat, was man anlegen kann. Das neue Blättchen muss auch teurer sein als das alte und man bezahlt nur die entsprechende Differenz. Kurzes Beispiel. Ich möchte dieses Blättchen, was ich jetzt hingelegt habe, überbauen mit zum Beispiel dieser 9. So würde ich hier müsste ich 5 bezahlen oder überzahlen. Das heißt, ich würde diese 2 Würfel abgeben und dürfte das hier überbauen. Aber zu den Bauregeln kommen wir dann gleich später nochmal. Unter Abgabe einer 6 kann ich auch den Portugiesen aufsuchen. Und jetzt wird es interessant. Mit dem Portugiesen rücke ich mit meinem Schiff, ich rücke mal hier einfach eins ins Blickfeld, genau 6 Felder weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde also hier landen. Ihr seht, damit kommt man auf dem Fluss relativ schnell vorwärts. Man kann aber, wenn man hier hinten angekommen ist, natürlich den Portugiesen, also am Ende des Flusses, nicht mehr nutzen, weil weiter als ans Ende geht nicht. Das waren die Aktionen des Palastes. Wir haben hier die Möglichkeit, auf dem Fluss vorwärts zu schippern. Ich setze nochmal das Bötchen hier einfach mal fiktiv irgendwie hin, um euch zu demonstrieren, wie das Ganze abläuft. Bin ich der rote Spieler, so habe ich die Möglichkeit, hier meinen Arbeiter reinzusetzen im Spiel zu viert. Wäre hier das erste Feld kostenlos. Im Spiel zu dritt zahle ich direkt 1 Geld für die ersten 2 und für die weiteren 2 Geld sogar. Dann gebe ich einen Würfel mit der Augenzahl 1, 2 oder 3 ab.
Was mache ich jetzt? Wenn ich eine 1 abgebe, dürfte ich ein Feld vorwärts schippern. Dann erhalte ich sofort den Bonus, der hier abgebildet ist. In dem Fall wären das 2 Würfel. Würde ich eine 2 abgeben, dürfte ich ein oder zwei Felder vorwärts. Das heißt, ich dürfte mich entscheiden, schippert mein Boot auf die 2 Würfel oder auf die 2 Kramer. Und jetzt wird es noch interessanter, gebe ich eine 3 ab, darf ich 1 bis 3 freie Felder vorwärts. Achtung, freie Felder. 1, 2, 3. Das bedeutet, es werden immer nur die freien Felder gezählt. Besetzte Felder können nur einfach besetzt werden. Das ist ganz wichtig im Spiel, darauf müsst ihr Acht geben. Und das auch mit in eure Überlegung mit einbringen. Die Effekte, die ihr hier auslöst, Geld, Aktionen im Palast, Würfel pro Karma, das ihr besitzt, oder Ruhmespunkte sofort, das führt ihr wirklich direkt aus. Das heißt, ihr nehmt euch direkt den entsprechenden Bonus und dann ist der nächste Spieler mit dem Einsetzen seines Arbeiters dran. Ich habe euch ja noch versprochen, euch zu erklären, was es mit dem Karma auf sich hat. Hier haben wir ja auf dem Palast Karma bekommen. Wenn wir Karma bekommen, so geht hier unser Karma-Marker in unserer Farbe entsprechend nach oben. Wir können zwischen 0 und 3 Karma haben. Weiter als 3 Karma kann man nicht gehen und man kann auch kein Karma abgeben, wenn man keins hat. Was bringt uns denn Karma? Ihr werdet bestimmt sagen, oh, ein doch recht glückslastiges Spiel. Wenn man so bedenkt, dass jeder Würfelwurf ja darüber entscheidet, ob ich jetzt ein Blättchen kaufen kann, ob ich schippern kann, was ich tatsächlich tun kann. Ja, das ist durchaus so, aber unter Abgabe eines Karmas habt ihr die Möglichkeit, einen Würfel zu manipulieren. Und zwar dreht ihr den Würfel genau auf die entgegengesetzte Seite. Das heißt, aus einer 2 wird eine 5, aus einer 1 wird eine 6. Und plötzlich habt ihr wieder Möglichkeiten, die ihr sonst so vielleicht nicht gehabt hättet. Wie endet das Spiel? Das Spiel endet, wenn ein Spieler es schafft, dass seine Ruhmespunkte an seinen Geldpunkten gleichziehen, dass die Marker sich treffen oder daran vorbei. Oder umgekehrt, dass Geld an den Ruhmespunkten vorbeizieht oder gleichzieht. Ihr seht, ein Ruhmespunkt entspricht immer 2 Geldpunkten. Das Wichtige ist, dieses Spiel ist rundenbasiert oder durchlaufbasiert. Eine komplette Runde endet, wenn alle ihre Arbeiter gesetzt haben. Ein Durchlauf, so ist es, oder Durchgang, so ist es im Spiel genannt, ist, wenn jeder Mitspieler einen Arbeiter gesetzt hat. Das heißt, wenn es einem Spieler gelingt, dass sich die Marker kreuzen oder begegnen, so wird der laufende Durchgang noch zu Ende gespielt. Das heißt, dass jeder Mitspieler tatsächlich gleich viele Arbeiter auch in dieser Runde gesetzt hat. Dann endet das Spiel und es entscheidet sich, wenn mehrere es geschafft haben, wer den größeren Abstand hier zwischen den 2 Markern hat. So wäre es natürlich sowieso nicht gewonnen, aber so wäre zum Beispiel ein Feld Abstand, 2 Felder Abstand etc. Das kann schon ein bisschen was sein, je nachdem, wie man das Ganze taktiert. Je nachdem, wie man es auch spielt, kann passieren, dass die Marker sich eher hier im niedrigen Ruhmesbereich kreuzen oder noch niedrigerer Ruhmesbereich, hatten wir auch schon. Wenn man auf das Geld spielt, wenn man auf Ruhm spielt, kann es natürlich auch mal sein, dass sie sich hier kreuzen oder, wie es bei mir der Fall war, dass sie sich in der Ecke 48 Ruhmespunkte gekreuzt haben. Das war dann natürlich schon das andere Extrem. Also man kann bei diesem Spiel wirklich entscheiden, in welche Richtung möchte ich tatsächlich spielen. Das war jetzt die Regelerklärung von Rajahs of the Ganges. Für mich ein sehr cooles Worker Placement Spiel, was doch das ein oder andere ein bisschen anders macht, auch wenn es das Rad nicht neu erfindet. Die Würfel und die Komponenten haben eine super Qualität. Das Artwork ist hervorragend, gefällt mir super gut und macht super viel Spaß zum Spielen. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Kennerspiel, was aber vielleicht etwas im ersten Moment erschlagende Regeln hat. Allerdings merkt man nach dem zweiten, dritten Mal spielen, dass es sich super flüssig spielt. Auch hatte ich in bislang keiner Partie das Problem, dass es Einsteigern besonders schwer gefallen wäre. Zumal die Symbolik und die Art und Weise, wie das Spiel gestaltet ist, es sehr eindeutig und sehr gut zugänglich macht.
Das ausführliche Fazit von uns folgt noch in einem Extra-Video. Das war unsere Regelerklärung zu Ratchers of the Ganges, der Messeneuheit von Inka und Markus Brandt. Unser Eindruck ist bislang gut und das ausführliche Fazit folgt in Kürze. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß beim Spielen und bis bald.